Weihnachten ist das Fest der Liebe. Leider vergessen wir heutzutage viel zu oft, dass es gar nicht um Geschenke geht, wer hat die größten Geschenke oder die teuersten gekauft, sondern es geht manchmal einfach darum, mit der Familie beisammen zu sein, sich zu unterhalten, die Zeit zu genießen und vielleicht für einen Augenblick die Hektik des Alltags zu vergessen. Natürlich schenkt man immer gerne etwas. Es muss nichts Großes sein und ich habe mir vorgenommen, wie auch schon letztes Jahr, ich verschenke nur selbstgemachte Dinge. Denn selbstgemacht kommt immer vom Herzen, man macht sich Gedanken und ich habe einfach das Gefühl, dass die Beschenkten sich viel lieber freuen, als wenn ich ihnen einen Gutschein in die Hand drücke. Schon seit Kindheit an interessiere ich mich für Naturkosmetik und liebe es, sie herzustellen. Und der Thermomix ist mir dabei natürlich eine super Hilfe. Ich achte allerdings darauf, dass die Zutaten, die reinkommen, nicht schädlich sind, denn es ist nun mal ein Gerät, was Essen zubereitet und da fände ich es nicht so schön, wenn man mit irgendwelchen Säuren arbeitet. Daher sind die Zutaten, die ich reingebe, auch unbedenklich, wenn man sie essen würde. Man sollte sie nicht essen, sie schmecken nicht gut, aber sie sind unbedenklich. Wir stellen zusammen eine Schiersahne her. Hauptsächlich benötigen wir Schierbutter. Für alle, die sie nicht kennen, es ist eine festere Masse, die Schierbutter. Sie ist sehr fest und wird dann durch Reiben in der Hand flüssig. Und sie ist richtig, wirklich klasse, denn bei trockener Haut ist sie genial. Da ich es sehr umständlich finde, erstmal die Schierbutter in den Handflächen zu erwärmen, habe ich mir überlegt, wir machen etwas damit, dass sie jederzeit super schnell einsatzbereit ist, schön luftig wird, cremig wird und auch super als Geschenk dient. Und zwar nicht nur zu Weihnachten, sondern auch zum Muttertag, Valentinstag oder Namenstag, wie auch immer. Wir beginnen damit, dass wir die Waage anstellen, den Deckel abnehmen und 150 Gramm Schierbutter in den Mixtopf geben. Ihr könnt sie übrigens in der Apotheke kaufen oder im Reformhaus. Meine kaufe ich immer in der Apotheke. Ich benutze auch immer hier die gleiche Marke. Wenn ihr möchtet, kann ich euch das in die Infobox schreiben, welche das ist. Mit dieser habe ich bislang gute Erfahrungen gemacht. Ich nehme sie schon seit 8 Jahren bestimmt. Und bin sehr zufrieden mit dieser Sorte. Sind die 150 Gramm Shea-Butter in den Mixtopf, kommen noch 50 Gramm Traubenkernöl hinzu. Da könnt ihr jedes andere Öl auch verwenden. Allerdings schaut, dass ihr kein Sonnenblumenöl und Rapsöl verwendet, denn diese werden schnell ranzig. Ich benutze dieses und davon gebe ich nun 50 Gramm in den Mixtopf. Nun geben wir den Deckel hinauf. Und lassen alles für 1 Minute auf Stufe 6 verrühren. Das ist schon mal erledigt. So sieht die Shea Butter nun aus mit dem Öl. Wie ihr seht, sie ist schon etwas cremiger geworden. Aber wir sind noch nicht fertig. Schiebt das ganze Gemisch nach unten wieder, denn es setzt sich gerne mal am Mixtopfrand fest. Nun benötigen wir ein Duftöl, damit das Ganze auch noch gut riecht. Ich verwende gerne das Mama Glück Öl von Alverde, das ist vegan und es sind folgende Öle enthalten: Sojaöl, Sonnenblumenöl, Olivenöl, Nachtkerzenöl, Jojobaöl, Malvenextrakt. Eine Mischung aus ätherischen Ölen, außerdem Vitamin E, was besonders gut ist, denn Vitamin E hilft, dass unsere Masse nicht schnell ranzig wird und schön lange haltbar bleibt. Ihr könnt aber natürlich auch ein anderes Öl eurer Wahl verwenden, allerdings sollten dort auch 60 Gramm verwendet werden und dann ein bisschen Duft hinzugeben oder es sehr neutral lassen. Ich finde allerdings diesen Duft von diesem Öl fantastisch und deswegen nehme ich das. Wie gesagt, 60 Gramm hinzu. Dann wieder den Deckel hinaufgeben. Bevor ich nun Zeit und Stufe einstelle, möchte ich euch noch einen kleinen Tipp geben. Währenddessen, also während der Thermomixer gleich die Schersahne fertig rührt, sucht euch schon mal ein paar Gefäße zusammen, die steril und sauber sind, wo ihr dann die Schersahne abfüllt. 1 Minute und Stufe 6. Durch das Mixen im Topf ist die Schiersahne noch etwas flüssig, was aber gut ist, denn so können wir sie gut in unsere kleinen Gefäße umfüllen. Ich nehme am liebsten so Glasgefäße, die kann ich dann auch gleich verschenken, sind recht niedlich. Diese öffne ich. Und gebe dann dort meine Schiersahne rein.
Ich habe meine Schiersahne nun komplett abgefüllt. Sie riecht wunderbar. Es gibt ein tolles Hautgefühl. Natürlich ist sie ölig, denn es ist Hauptbestandteil Öl, also Shea Butter und andere Öle. Da kann sie einfach nur ölig sein. Aber sie ist wirklich perfekt bei trockener Haut und auch ideal zum Verschenken, denn sie ist gekühlt und dunkel gelagert. Nicht im Kühlschrank lagern, sondern einfach kühl und dunkel im Schrank. Ist sie zwischen 3 bis 5 Monate haltbar. Das orientiert sich immer daran, wie die Öle haltbar sind. Also wenn ihr ein Öl habt, was wirklich sehr lange haltbar ist, ist die Schiersahne auch länger haltbar. Ich würde mich sehr freuen, wenn dieses Rezept, auch wenn es nicht zum Essen ist, gut bei euch ankommt, ihr es nachmachen würdet, euren Liebsten damit etwas Tolles schenken würdet. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wisst, jemand mag sehr gerne Lavendel, noch 1 bis 2 Tropfen Lavendel-Aroma oder Öl hineingeben. Achtet darauf, dass es für kosmetische Zwecke verwendbar ist oder lebensmittelecht. Ich habe ganz viel lebensmittelechte Aromen da, die man natürlich auch für sowas nehmen kann, denn es ist definitiv nicht schädlich. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, ein schönes Weihnachtsfest, schöne Feiertage und freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss!